Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Upper Pressezentrum bzw. zu Hause vor den Bildschirmgeräten, wie man früher gesagt hätte. Schön, dass Sie auch online so zahlreich hier bei uns sind, bei unserem zweiten Christian Doppler Gesellschaft Zukunftstalk mit dem Titel Wanted – Energiewende – Ideen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Herr Professor Gerzerbeck, darf ich Sie ganz kurz bitten, als quasi Gastgeber, dass Sie uns kurze Begrüßungsworte spenden? Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitwirkende. Ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserem zweiten Zukunftstalk. Ich freue mich, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Ich glaube, es ist ein mehr als aktuelles Thema, das wir hier heute besprechen können. Und ich darf vielleicht dazu sagen, wie wir das Thema Anfang des Jahres ausgewählt haben. Da war es schon sehr, sehr heiß, aber in der Zwischenzeit ist es noch sehr viel heißer geworden, wie Sie alle miterlebt haben, das Thema, nicht die Temperatur, Herr Sektionschef. Ja. Ich darf nun alles hier am Podium sehr herzlich begrüßen, Herrn Diplomingenieur Martin Kugler als Moderator, für die Wissenschaft Frau Professorin Dr. Sigrid Stagel und Herrn Professor Dr. Martin Wilkening, ehemaligen CD-Laborleiter. Für die Unternehmen Herrn Dr. Franz Androsch, der auch unser Vizepräsident, erster Vizepräsident ist, und Herr Magister von der vom Föst-Konzern und Herrn Magister Reinhard Czerny von der Burgenland Energie Aktiengesellschaft und natürlich ganz besonders herzlich auch von der Verwaltung und Politik, sozusagen Herrn Magister Florian Frauscher, Sektionsleiter im zuständiger Sektionsleiter im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Die CDG trägt mit ihren mehr als 100 Labors und Josef-Ressel-Zentren ganz wesentlich zur Sicherung des Wirtschaftsstandards Österreich durch Forschung und Innovation bei. Wir haben jetzt fast schon 200 Mitgliedsunternehmen derzeit, die also über anwendungsorientierte Grundlagenforschung auch ihre Innovationen, ihre Produkte entsprechend zukunftsorientiert sicherstellen möchten. Alle reden über die Energiewende. Wir werden heute versuchen, verschiedenste Aspekte hier zu beleuchten. Wie ich schon anfangs gesagt habe, durch den Krieg in der Ukraine stellt sich die Frage nach einer nachhaltigen und langfristig auch sicheren Energieversorgung global und in Europa drängender denn je. Wir sehen auch weitere Problemstellungen, nicht nur sozusagen die Energie selbst und woher sie kommen soll. Wir haben auch die Problemstellung, woher bekommen wir die Arbeitskräfte zum Beispiel für die Energiewende, auch nicht ganz unwesentlich, die uns auch in dieser Energiewende unterstützen können. Woher bekommen wir die Rohstoffe? Also es ist ein riesiger Themenkomplex. Und es sind sehr schwierige Rahmenbedingungen, die wir derzeit auch haben. Warum widmet sich die CDG nun mit diesem Thema? Nun, wir haben 21% unserer Labors, die zum Thema Green Deal beitragen und 13% der Forschungseinheiten behandeln auch die Fragen der Energiewende. Also die CDG ist hier auch ein wesentlicher Player in der Forschung zum Thema Energie und Energiewende. Und ich darf Ihnen sogleich auch einen spannenden Abend wünschen. Danke, Herr Präsident. Ich wollte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Kugler. Ich bin seit 25 Jahren Wissenschaftsjournalist. Ich habe lange bei der Tageszeitung Die Presse gearbeitet, war dann Chefredakteur des Universum-Magazins und seit mittlerweile fast 3 Jahren arbeite ich am Austrian Institute of Technology, AIT, als Wissenschaftskommunikator und versuche auch, viele Themen zu übersetzen für die breite Öffentlichkeit. Und eines dieser Themen ist natürlich die Energiewende. Energie ist so ein zentrales Thema. In meinem ganzen Berufsleben begleitet mich das schon. Und diese Zuspitzung jetzt in den letzten Jahren ist wirklich bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch das, was ich damals vor 15 Jahren nicht für möglich gehalten hätte, dass sich doch etwas bewegt. Aber wie wir jetzt wieder von der Klimakonferenz in Ägypten hören, dass sich definitiv nicht genug bewegt. Auf jeden Fall wollen wir hier jetzt in den nächsten 90 Minuten diskutieren, was sich bewegt, warum sich etwas bewegt, warum sich etwas nicht bewegt und wo wir hinwollen oder auch hin können überhaupt. Wir werden jetzt eine Runde am Podium einmal ziehen, um verschiedenste Sichtweisen auf das Thema zu hören. Dann gehen wir in eine Diskussion. Ich lade Sie hier im Upper Pressezentrum herzlich ein, mitzudiskutieren und lade auch Sie zu Hause vor den Computern ein. Sie können in der Chatfunktion jederzeit Fragen stellen. Die bekomme ich hier auf ein Tablet,
und versuche dann möglichst viele von diesen Inputs in die Diskussion einfließen zu lassen. Starten würde ich gern direkt neben mir mit Frau Professor Sigrid Stagel. Sie ist Professorin für Umweltökonomie an der WU Wien und man braucht sich eigentlich nicht vorstellen in diesen Kreisen trotzdem. Wenn Sie als Ökonomin quasi aus der Vogelperspektive auf dieses Thema Energiewende schauen, was sind da Ihre Gedanken? Wie kann sich das alles ausgehen? Kann sich das überhaupt ausgehen? Wie denken Sie da darüber? Es ist aus klimawissenschaftlicher Perspektive seit 50 Jahren klar, dass bezüglich der Energieversorgung in der Wirtschaft gravierende Änderungen nötig sind. Nur hat das nicht gereicht. Die Information darüber hat nicht gereicht. Einerseits, weil es relativ geringe Energy Literacy gegeben hat. Wir haben vor ein paar Jahren partizipative Workshops gemacht und haben den teilnehmenden Bürgern und Bürgerinnen haben sie gebeten, am Anfang auf ein Flipchart das Energiesystem zu zeichnen. Nicht wenige haben eine Steckdose drauf gezeichnet. Nicht alle, aber doch manche. Das heißt also, wir haben relativ wenig uns damit beschäftigt, wo denn eigentlich unsere Energie herkommt. Das ist jetzt anders. So viel Diskussion über das Energiesystem, wie wir in den letzten Monaten hatten, zwar aus einem sehr unrühmlichen und unerwünschten Grund, aber dennoch, die Energy Literacy ist deutlich gestiegen. Das ist sozusagen ein positiver Mitnahmeeffekt. Wir hätten es uns anders gewünscht, dass wir das geschafft haben, aber zumindest das ist gelungen. Aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist seit langem klar, dass wir raus müssen aus den fossilen Energieträgern. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man das schaffen kann. Einerseits, dass man die Preise korrigiert, dass man endlich die externen Effekte internalisiert, das heißt die nicht bepreisten Nebenwirkungen des Nutzens von fossilen Energieträgern auf Gesundheit, auf die Umwelt, auf zukünftige Generationen, dass man das reinnimmt in die Preise. Und Sie werden kaum, also wahrscheinlich werden Sie keinen Ökonomen, keine Ökonomin finden, die da dagegen ist. Ist ganz klar. Ja. Dennoch dauert es Jahrzehnte schon, bis das endlich gelingt. In Österreich haben wir 30 Jahre über eine Ökosteuer diskutiert. Jetzt haben wir eine, wenngleich auf einem frustrierend niedrigen Niveau. Jetzt haben wir andererseits hohe Energiepreise aus einem anderen Grund, aber viel gescheiter wäre es natürlich, wenn wir das über die Steuern gleich geschafft hätten. Egal. Also korrigierte Preise sind nötig, damit die ökonomischen Akteure nicht ständig falsche Signale bekommen. Weil wenn die Preise die externen Effekte nicht internalisiert haben, bekommt man ständig als ökonomischer Akteur falsche Signale, weil Preise einfach ein wichtiges Signal sind, wie wir uns verhalten innerhalb eines Marktsystems. Die Frage ist aber, reicht das aus, dass man die Preise korrigiert? Und ich würde meinen, man kann die Energiewende schon schaffen, indem man sehr stark über die Preise geht. Man produziert damit aber ein anderes Problem, nämlich soziale Überwerfungen. Weil, wenn die Energiepreise sehr hoch sind und nicht gegengesteuert wird, wenn nicht sozial bedürftige Menschen dann sozusagen Zuschüsse bekommen, können sich manche die energieintensiven Tätigkeiten noch immer leisten und andere nicht. Und das wird natürlich nicht als fair gesehen. Deswegen brauchen wir eine kluge Kombination von Preissignalen und anderen Regulierungen. Das heißt, wir werden nicht drum herum kommen, um klimafreundlich zu produzieren, um die Energiewende zu schaffen, dass wir deutlich mehr Regulierungen brauchen, weil über die Preise es soziale Überwerfungen produziert. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass wir ein bisschen ehrlicher sein müssen. Wenn wir über Energie sprechen, denken viele von uns noch immer Strom. Und da sind wir gut in Österreich. Da sind wir eh schon bei 3/4 Erneuerbare und da klopfen wir uns auf die Schulter und bis 2030 werden wir 100% Erneuerbare haben. Aber vom gesamten Energiebedarf sind 2/3 noch immer aus fossilen Quellen. Da müssen wir einfach einmal ehrlicher sein. Wenn wir Wärme und Mobilität reinnehmen, Mobilität ist noch immer fast ausschließlich aus fossilen Energieträgern. Noch einmal, außerdem müssen wir ehrlich sein, dass es nicht darum geht, dass die Fossilen uns rausgehen, sondern dass man eigentlich die assimilative Kapazität der Atmosphäre ist die knappe Ressource. Nicht Kohle, nicht Öl, nicht Gas sind die knappen Ressourcen. Es wäre eigentlich einfacher, wenn die knappen Ressourcen wären, weil da haben wir in der Menschheitsgeschichte immer wieder gezeigt, dass wenn uns eine Ressource ausgeht, dann fällt uns eine neue Art zu produzieren, neue Technologien, neue Produktionsweisen ein,
Das haben wir geübt. Aber eigentlich haben wir zu viele fossile Energieträger. Und das ist viel schwieriger, weil da braucht man globale Institutionen, internationale Kooperation, um zukunftsfähige Produktionsweisen zu schaffen, obwohl es diese wunderbaren Ressourcen, fossile Energieträger sind was ganz Nützliches. Und wir dürfen sie aber nicht aus der Erde holen, wir dürfen sie nicht verbrennen. Und das ist die wirklich große Herausforderung. Und dann auch noch einmal vom Denken her, nicht immer von dem starten, wo wir sind und versuchen, das ein bisschen zu verbessern, sondern manchmal kann Radikales einfacher sein. Ein kurzes Beispiel, ein Freund von mir ist Unternehmensberater und der hat gesagt, er hat versucht, nachhaltige Mobilität mit Unternehmen zu diskutieren. Und wenn er reingeht mit dem Vorschlag, na, wir versuchen die Emissionen aus Mobilität um 20% unternehmensweit zu reduzieren, ganz schwierig. Weil jeder glaubt, seine Kunden sind natürlich ganz wichtig. Ich muss ganz schnell irgendwo hin, meine Arbeitszeit ist so wichtig, ich muss fliegen. Die anderen sollen mit dem Zug fahren. Wenn man reingeht mit der Forderung -80%, dann weiß jeder, jeder ist betroffen. Und es bleiben nur mehr die Transatlantikflüge über, was anderes geht sich nicht mehr aus. Also manchmal ist radikalere Herangehensweise, mehr ambitionierter zu sein, kann sein, dass das leichter ist. Oder von hinten her gedacht, wo wollen wir eigentlich hinkommen, wo müssen wir hinkommen und dann zurückdenken, was ist jetzt nötig, um das letzten Endes dann zu schaffen. Also so ein paar Reframing-Vorschläge. Danke, Frau Professor, für dieses Big Picture, das Sie uns da gegeben haben. Wenn wir jetzt gleich einmal in ein Detail dieses Big Pictures hüpfen quasi. Herr Dr. Franz Michael Androsch ist Senior Vice President der Voestalpine AG, konkret als Forschungsleiter der Voestalpine. Die Voestalpine ist einer der größten Energieverbraucher bzw. auch Verbraucher von fossilen Rohstoffen in Österreich, auch durch den stofflichen Prozess bedingt. Die Voestalpine ist extrem abhängig zurzeit von fossilen Energieträgern. Wo sind da mögliche Alternativen, dass man radikale Änderungen zum Beispiel zusammenbringt? Ja, also die Voestalpine benötigt so in Richtung, es Konzern jetzt 44 Terawattstunden Energie, fossile Energie. Also dazu in etwa, würde ich sagen, 95%, also sprich 70% Kohle-Koks und 25% Gas. Kohle-Koks benötigen wir eben, um Erz zu reduzieren zu Eisen. Und Erdgas benötigen wir dann hauptsächlich in den Prozessen, in den Öfen dann, die nachgeschaltet sind. Und ja, wir haben dann ein eigenes Kraftwerk und sind dadurch eigentlich autark, was Strom anbelangt derzeit. Aber ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Also wenn ich Linz und Donauwitz hernehme, dann sprechen wir von in etwa 34 Terawattstunden Energie. Also das ist schon eine gigantische Energiemenge, die wir da benötigen. Wir haben uns aber jetzt auf eine Reise begeben, klarerweise, weil wir müssen was tun. Und der erste Schritt wird sein, das ist ja schon jetzt eigentlich in der Detailplanung und da läuft schon die Bauteilfreimachung, dass auch wir an die Steckdose gehen, wie viele anderen. Also das wird schon mit ein Teil der großen Herausforderung für die Gesellschaft insgesamt sein, weil wir brauchen dann grüne Energie in entsprechender Menge und Verfügbarkeit. Ja. Und wir werden einen Elektroeinschmelzofen, denke ich, in Linz haben und dann einen zweiten wahrscheinlich und dann, das ist jetzt unser Weg dann in die Zukunft, werden dann sukzessive die Hochöfen dann stilllegen und wir werden da so bei 2030 plus, sage ich einmal, in einem Hybridstahlwerk unterwegs sein, wo wir beides haben, aber durchaus deutlich dann 25-30% CO2 reduzieren können. Aber schon alleine dieser Schritt ist herausfordernd auf der einen Seite, auf der Produktseite. Also wir machen sehr viel, sehr höchstwertige Produkte, die auch eigentlich ermöglichen, dass diese Wende passieren kann. Also Stähle für Leichtbau oder für Photovoltaik, Aufständerung oder keine Ahnung, alle möglichen Anwendungen, wo eben viel Stahl benötigt wird. Stahl ist auch super, weil wir haben dann einen hohen Anteil an Recycling. Also es werden zum Beispiel von den Automobilkunden dann, was an Schrott anfällt, wird bei uns zurückgeführt. Wir haben dann einen Bayern-Shuttle, einen Schwaben-Shuttle, also dass wir da Kreisläufe schließen und so.
Aber ausschlaggebend wird sein, und wir kämpfen derzeit trotzdem auch jetzt sehr mit der Wirtschaftlichkeit, auch von diesem ersten Schritt schon. Weil das ist eine riesige Investition, alleine dieser erste Schritt. Und das muss natürlich der Markt bezahlen, und wir sind in einem globalen Wettbewerb. Und ich sage, in den USA, die zahlen nichts für ihre CO2-Emissionen und können auch das CO2 zum Beispiel in den Boden versenken und bekommen dadurch ein Tax Rebate und solche Dinge. Die haben ganz andere Voraussetzungen, im wirtschaftlichsten Sinn positive Voraussetzungen wie wir. Aber ja, nichtsdestotrotz, das wird der erste Schritt sein, und langfristig bauen wir schon dann auf das Thema Wasserstoff, weil ich denke, Wasserstoff wird ein Gas sein, was dann als Ausgleichsenergie Winter, Sommer und so weiter dann zur Verfügung stehen muss dann. Aber auch hier sind die Kosten natürlich schon herausfordernd, und man kann mit Wasserstoff statt Kohle auch Erz direkt reduzieren. Und auf lange Sicht, 2040, 2050, denke ich, dann können wir schon rein technisch gesehen diesen Weg beschreiten, dass wir CO2-neutral werden. Die Herausforderung ist eben dieser Faktor Wirtschaftlichkeit, weil wir müssen natürlich auch unsere Zehntausende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen, nicht? Und wir müssen als Konzern am Markt ein EBIT erwirtschaften, nicht? Und das wird die große Herausforderung für uns sein. Wenn man jetzt einmal die Wirtschaftlichkeit beiseite lässt und rein die technologischen Möglichkeiten anschaut, Sie machen einen Großbetrieb, einen Großversuch in Sachen Wasserstoff zum Beispiel, haut das technologisch eigentlich hin? Ja, ich glaube, technologisch sind wir da schon sehr weit. Also wir haben jetzt eine 6 Megawatt, das ist im Vergleich zu diesen Terawattmengen zwar jetzt noch sehr klein, aber es ist immer noch eine große Anlage, wenn man dorthin geht und sich diese Anlage anschaut. Das ist jetzt Stand der Technik. Man kann mit einem sehr hohen Gesamtwirkungsgrad von über 80% da Ausgleichsenergie verwenden, weil die Elektrolyse ist so konzipiert, dass man da relativ schnell auf- und niederfahren kann. Das heißt, wenn Spitzen vorhanden sind, kann man Wasserstoff produzieren, und wenn nicht, dann nicht. Ne? Und wir funktioniert tadellos. Und was wir jetzt beobachten, ist, wie ist die, also bei den Membranen, wie gut halten die dann über die Zeit dann? Ja? Wie lange wird es dann dauern, bis ich da diese ganzen Pakete jetzt erneuern muss und solche Dinge? Aber also rein technisch, technologisch funktioniert das schon sehr gut. Und auch auf der Produktseite, also die direkte Reduktion mit Wasserstoff, ist das technologisch, ist man da auch schon so weit? Naja, das ist noch nicht ganz so weit. Da arbeiten wir schon jetzt dann an Verfahren, die wahrscheinlich gehen werden, sage ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber da muss noch der Beweis angetreten werden in Form von nächste Schritte bei Pilotanlagen, um wirklich zu verifizieren, dass die in einem kontinuierlichen Betrieb, in einem großen Maßstab auch funktionieren. Also da gibt es das Verfahren, was wir uns jetzt detailliert anschauen, was im Batchbetrieb im Donauwitz schon funktioniert, nennt sich HIFOR, also wo man direkt mit Wasserstoff in einem Wirbelbett Feinerz dann reduzieren kann. Und ja, der nächste Schritt wäre hier dann eine entsprechende Pilotanlage, gekoppelt mit einem Einschmelzaggregat dann. Aber alleine diese Pilotanlage, und das sind auch wiederum diese Herausforderungen, da reden wir auch von 120 Millionen Euro, nur dass wir dann zeigen, dass die Technologie funktioniert, dann, geschweige denn dann eine Großanlage bauen. Also. Das Hauptthema ist die Wirtschaftlichkeit. Das Hauptthema ist aus meiner Sicht die Wirtschaftlichkeit. Okay. Mit der Wirtschaftlichkeit kein so ein Problem hat die Energie Burgenland offensichtlich, die ja sehr, sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren den Weg beschritten hat, erneuerbare Energie ins Netz zu kriegen. Das Burgenland ist ja übers Jahr gerechnet bilanziell stromautark durch die Windkraft, wenn ich das richtig... Und es ist ein weiterer Ausbau geplant. Herr Magister Reinhard Czerny ist CFO der Energie Burgenland, und Sie sehen ja auch die Zahlen. Wie ist das gelungen in diesem Unternehmen, beziehungsweise wo geht die Reise hin? Ja, also ich möchte mich zuallererst bedanken für die Einladung, hier als Vertreter der Energiewirtschaft dabei sein zu dürfen. Ich denke, der Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ist gerade in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig und wertvoll, denn das Land und wir alle benötigen die besten Ideen, um die Energiewende zu schaffen. Ich glaube, die Eingangsstatements jetzt von den Kolleginnen und Kollegen hier haben gezeigt, dass die Komplexität des Umbaus unseres Energie- und Wirtschaftssystems nicht gering ist und die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, enorm sind.
Aber lassen Sie mich auf die Frage zurückkommen, auf das Burgenland. Ja, das Burgenland hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut entwickelt, von einer EU-Ziel-1-Region hin zu einem Klimavorreiter, würde ich es mal nennen. Wir haben eine sehr starke Vision. Wir wollen das Burgenland bis zum Jahr 2030 klimaneutral und energieautark machen. Das ist eine große Herausforderung, ein großer Weg und ein ambitioniertes Ziel. Ich habe Ihre Worte auch mitgenommen. Manchmal braucht es auch diese überambitionierten Ziele, um Dinge zu erreichen, um Fortschritte zu machen. Und ich denke, die Zeit läuft wie in einer Sanduhr. Um hier Erfolge vorweisen zu können, bedarf es gebündelter Maßnahmen. Im Burgenland verfolgen wir dieses Ziel sehr ambitioniert und ich denke, wir sind auch auf einem guten Weg dorthin. Das gelingt in erster Linie auch durch einen starken Schulterschluss, den wir gefunden haben zwischen Politik und der Wirtschaft und insbesondere auch natürlich mit unserem Unternehmen, der Burgenland Energie, als einem Leitbetrieb im Burgenland, der für die Energieversorgung verantwortlich ist. Und wir versuchen natürlich auch ganz stark, und das ist das dritte ganz wichtige Element aus meiner Sicht, die Bevölkerung auch mitzunehmen auf dieser Reise und einzubinden in diese Klima- und Energiewende, die wir vorhaben. Aber lassen Sie mich vielleicht die Perspektive ganz kurz zurechtrücken. Es ist heute schon das Wort Ehrlichkeit auch gefallen. Ich denke, es ist sehr wichtig, die Diskussion ehrlich zu führen. Herr Winkler, Sie haben es gesagt, wir sind als Burgenland über das Jahr bilanziell stromautark, wenn man so möchte. Wir sind jetzt in etwa bei einem Prozentsatz von 160-170% Stromerzeugung. Und das heißt, die Stromerzeugung übersteigt den Bedarf an Strom im Burgenland. Das ist aber natürlich nur richtig bilanziell gerechnet über das Jahr gesehen. Das trifft nicht auf jeden einzelnen Tag zu. Es gibt Tage, wo kein Wind weht, wo keine Sonne scheint. Und dann muss das Burgenland natürlich auch Strom importieren und kann sich nicht selbstständig versorgen. Daneben, ist heute auch gefallen, haben wir natürlich auch sehr viel Energiebedarf im Bereich der Wärme. Wir haben viele Tausende, über 50.000 Haushalte, die von fossilen Gas abhängig sind, die Gasheizungen betreiben. Und im Burgenland speziell ist natürlich auch die Mobilität ein wesentlicher Emittent von CO2, dass sehr viele Burgenländer lange Pendelwege auch in Kauf nehmen, nach Wien oder innerhalb des Burgenlandes. Und von daher ist auch dieser Bereich gefordert, daneben auch die Industrie im Burgenland schwächer ausgeprägt ist, wo natürlich ebenfalls sehr viel Gas noch im Einsatz ist, wenn man jetzt beispielsweise das Lenzing-Werk oder andere Industriebetriebe im Burgenland anschaut. Wie kann also diese Reise nun gelingen in Richtung Klimaneutralität, in Richtung Energieautarkie? Und dazu arbeiten wir im Wesentlichen an drei wesentlichen Punkten. Es bedarf eines massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien. Aber wir müssen wegkommen von Kohle, von Gas und müssen jene Ressourcen nutzen, die uneingeschränkt und eigentlich kostenlos ja im eigenen Land zur Verfügung stehen. Das ist im Burgenland, sind das die Sonne und der Wind. Wir haben keine Wasserkraft oder nur einen sehr minimalen Umfang. Und es gilt hier einen massiven Ausbau voranzutreiben im Windbereich, wo wir ein großes Repowering-Programm gerade abschließen, neue Windräder mit höherer Leistungsfähigkeit mit neuester Technologie zu installieren und daneben auch der Ausbau im PV-Bereich. Da geht es darum, sämtliche Flächen zu nutzen, sowohl die Dächer als auch die Freiflächen, die im Burgenland zur Verfügung zu stehen, um hier die erneuerbaren Energien, grüne Energie zu nutzen. Das bedingt natürlich auch einen massiven Netzausbau, wo wir also teilweise an die Leistungsgrenzen jetzt auch stoßen, der Netze. Das heißt, die Netze, Umspannwerke, neue Leitungen müssen gebaut werden, um dann also auch diese sehr volatilen Erzeugungsprofile der erneuerbaren Energien einspeisen zu können. Der Netzausbau kann aber natürlich nicht unendlich skaliert werden. Deshalb ist der zweite wichtige Punkt, wir benötigen Innovation, echte Innovation. Hier sehe ich insbesondere den Speicherbereich gefordert. Es wird darum gehen, energieeffizient speichern zu können. Wir haben hier eine strategische Partnerschaft eingegangen mit dem bayerischen Cleantech-Unternehmen CMBlue. CMBlue arbeitet seit knapp unter 10 Jahren daran, einen organischen Speicher zu entwickeln, der ohne kritische Erden auskommt. Ich glaube, wir können vielleicht später dann auch noch ein bisschen über dieses Projekt sprechen. Wir arbeiten auch an einem Wasserstoffprojekt. Hier sind wir dabei, ein Joint Venture mit dem Verbund einzugehen, um einen Elektrolyseur im Burgenland zu errichten, der also mit überschüssigen
Windstrom und Sonnenstrom gespeist wird, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, um also auch diese Gasabhängigkeit zu reduzieren. Wir arbeiten an der Sektorkopplung. Da haben wir ich nenne es Lighthouse-Projekt in Neusiedl am See, wo überschüssiger Windstrom dazu genutzt wird, um das Fernwärmenetz in Neusiedl zu speisen, über große, großindustrielle, kann man sagen, Wärmepumpen. Und letztlich arbeiten wir auch an Lösungen für die Mobilität, wo wir mit unserem Partner, dem E-Auto-Abo, der E-Auto-Abo-Firma Vibe, günstige E-Auto-Abo-Modelle auf den Markt bringen und auch natürlich das Ladenetz massiv ausbauen wollen im Burgenland, auch wiederum mit Partnerschaften mit der Firma Spar, mit der Firma Forstinger, wo wir jetzt auch österreichweit die Ladeinfrastruktur ausbauen. Neben diesen beiden Punkten, erneuerbare Energien und Netze, Innovation, liegt mir der dritte Punkt besonders am Herzen, das ist die Digitalisierung. Das ist das Gebiet, wo ich von einem ehemaligen Arbeitgeber herkomme, von IBM. Und ich denke, es braucht die Digitalisierung auf allen Ebenen der Energiewirtschaft. Wir sehen im Moment zwei weltweite Megatrends. Das eine ist die Digitalisierung, die jetzt schon seit vielen Jahren, mehr als ein Jahrzehnt, eigentlich sehr große Fortschritte gemacht hat in sehr vielen Lebensbereichen. Wir tragen die Digitalisierung, jeder von uns hat sie eingesteckt in Form des Handys. Und dieser Megatrend der Digitalisierung trifft jetzt auf den zweiten großen Megatrend, das ist die Elektrifizierung. Und es geht jetzt darum, diese beiden weltweiten Megatrends vernünftig zu verknüpfen und die Digitalisierung zu verwenden, um unsere Erzeugung, die Stromverteilung und auch die Nutzung des Stroms effizient zu gestalten. Das geht also von intelligenten Netzen, die unterschiedliche sehr volatile Erzeugungstechnologien integrieren bis hin zum Kundenbereich, wo es darum geht, am Ende des Tages elektrische Energie effizient zu nutzen, um damit auch Energie einsparen zu können am Ende des Tages. Und über all diesen drei Themen gibt es ein ganz wesentliches Thema aus meiner Sicht, auf das wir sehr stark fokussieren. Und das ist, wie gesagt, die gesellschaftliche Akzeptanz. Es geht darum, jeden Einzelnen hier im Raum, aber auch jeden einzelnen Bürger, jeden einzelnen Burgenländer, jede Burgenländerin mitzunehmen auf dieser Reise und Teil dieser Energiewende auch zu machen. Und das versuchen wir mit attraktiven Produkten und Lösungen zu bewerkstelligen, die leistbar sind, die leicht abgeschlossen werden können. Wir gehen hier sehr stark in Richtung Abo-Modelle, sei es bei PV-Anlagen, bei Wärmepumpen, um unseren Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit zu geben, Teil dieser Energiewende zu werden und damit auch sogar noch einen wirtschaftlichen Vorteil daraus zu generieren. Wenn ich das kurz zusammenfasse, bei Ihnen ist es weniger das wirtschaftliche Thema, sondern eher ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, es geht darum, beide Themen zu kombinieren. Es geht uns darum, die Gesellschaft mitzunehmen, die Energiewende zu ermöglichen und aber auch daraus einen wirtschaftlichen Vorteil zu generieren für alle, die auf dieser Reise mitgehen. Und das ist ja das Schöne eigentlich an der Energiewende, dass Ökologie und Ökonomie in diesem Sinne nicht im Widerspruch stehen, sondern sich einander ergänzen lassen. Auch wenn es natürlich in anderen Bereichen, wir haben gehört, natürlich noch wirtschaftliche Herausforderungen gibt und hier auf der Innovationsseite noch einiges passieren muss, dass am Ende des Tages auch Stahlproduktion international mit grüner Energie wettbewerbsfähig wird. Frau Professor Stagel, wenn Sie hören, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen, müssen Sie ja jubeln, oder? So viele Bereiche gibt es ja nicht, wo das so ist. In der Tat ist es oft, dass es Konflikte gibt. Und wenn es aber darum geht, das Energiesystem auf Erneuerbare umzustellen, haben wir in den letzten Jahren solche Reduktionen in den Stromgestehungskosten gesehen, dass ja mittlerweile Photovoltaik und Wind, also neue Erneuerbare, günstiger sind als Gas, als Nuklear sowieso, als Kohle. Also insofern gibt es in der Tat hier eine grüne Zukunft, auf die man sich sehr freuen kann. Es gibt aber noch Hürden. Und Hürden sind einerseits, dass es natürlich große Investitionen braucht,
Und in der Rechnung wir oft nicht daran denken, dass wir mit einer neuen Erneuerbaren 20, 30 Jahre lang, wie lange auch immer sie halten, ja keine Fuelkosten anfallen. Das heißt, sobald wir die Infrastruktur mal haben, dann haben wir ja sehr niedrige Stromgestehungskosten. Aber es braucht halt die große Investition am Anfang. Aber man kann eigentlich die Investition über einen sehr langen Zeitraum umlegen. Ja, es ist einfach eine andere Art der Rechnung. Das Zweite, was oft vergessen wird aus ökonomischer Perspektive, ist, wir denken hauptsächlich an die Produktion, Generierung von Strom und Mobilität und Wärme, aber weniger an die Nachfrageseite. Die meisten Klimamodelle gehen davon aus, die bis 2050 zeigen, wie wir klimaneutral werden können, dass die Energienachfrage um 40% ungefähr sinken wird. Da sind wir derzeit überhaupt nicht am Weg dorthin. Das wird einfach angenommen, weil das ist nötig, damit wir klimaneutral werden können. Nur da haben wir noch ganz viele Schritte vor uns. Also nicht nur die Produktionsseite zu bedenken, sondern eben auch die Nachfrageseite. Und dann nicht nur von der Produktionsseite die Kilowattstunden, Megawatt, was auch immer, sondern eben auch die Materialseite mit zu bedenken. Woher kommen die Paneele eigentlich? Woher kommen die Turbinen? Machen wir uns da auch wieder abhängig von irgendeinem anderen Anbieter? Und wie schaffen wir es, europäische Produktionskapazitäten aufzubauen? Jüngere Schätzungen gehen davon aus, dass dann ungefähr die Kilowattstunde um 35% teurer wird, als wenn man die chinesischen Paneele verwendet. Aber ja, sind es halt 35% teurer. Aber dafür haben wir Kontrolle darüber. Nur es gibt kaum eine europäische Produktionskapazität. Die deutsche Produktionskapazität wurde leider auf Sand gesetzt. Und an das müssen wir auch noch denken und natürlich die Materialseite. Herr Professor Wilkening, Sie sind Professor für Festkörperchemie und moderne Energiespeichersysteme an der Technischen Universität Graz und hatten auch ein Christian-Doppler-Labor für Lithiumbatterien, das Sie geleitet haben. Ihr Stichwort ist gefallen, Stromspeicherung. Wo stehen wir da zurzeit aus Ihrer Sicht? Ja, das ist einfach zu beantworten. Also Sie haben die Möglichkeit, hochleistungsfähige Batterien zu bauen, elektrochemische Speicher, stationär oder für mobile Anwendungen. Sie kennen das ja in Cellphones, in Mobiltelefonen, in elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Das schaffen Sie alles. Sie können das alles machen. Sie können auch mit Raketen zum Mond fliegen und dort Mondbasen errichten. Das ist keine große technologische Hürde mehr. Ja? Diese Technologien haben wir aber zum Teil nicht in Europa entwickelt, sondern sie sind im asiatischen Raum entwickelt worden in den letzten Jahren. In Europa haben wir das alles zurückgefahren. Die Frage ist nicht, ob wir das können. Also Sie schauen sich an, was Sie für Autos kaufen können. Da sind Batterien drin mit Reichweiten von 700 Kilometer, vielleicht so bis 1000 Kilometer. Sie werden auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen können. Sie können in kleinen Regionen alles machen. Sie können bei der Voestalpine natürlich so eine 6 Megawatt Pilotanlage hinsetzen. Technologisch ist das alles gut. Sie können auch mit Wasserstoff Eisenoxide reduzieren. Das machen wir im Labor auch, ja. Die Frage ist aber, woher nehmen Sie denn die ganzen Rohstoffe, die Sie dafür brauchen? Ja, das ist enorm. Wir in den Industrieländern denken dann, dass wir alle Fahrzeuge, die wir in den Städten sehen, austauschen können gegen batterieelektrische Fahrzeuge. Sie werden auch vielleicht Recyclingstrategien entwickeln, die mit parallel entwickelt werden müssen, um Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Aber zurzeit sehe ich eher, dass unsere Rohstoffabhängigkeiten und die der Rohstoffabbau, den wir betreiben, der wird immer größer. Also so eine Batterie hat etwa 250 Kilogramm im Auto. Da ist Kobalt verbaut, Nickel, Mangan, Aluminium. Wenn Sie sagen Aluminium, das ist nicht so schlimm. Das ist das häufigste Metall, was Sie so in der Erdkruste finden. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie das von Bauxit abgebaut wird, ja, oder wie Kupfer gewonnen wird und welche Krater und Mondlandschaften Sie dann in der Natur hinterlassen, um sozusagen die Wende in eine neue Energiewirtschaft voranzutreiben in wenigen Industrieländern, dann muss man sich fragen,
technologisch ist das alles möglich. Und es ist auch nicht mehr die Frage, dass die Gesellschaft nicht mitzieht und sagt, ich kaufe mir kein batteriebetriebenes Auto. Das hatten wir vor 10 Jahren. Da gibt es dann Skepsis, das fährt nicht richtig oder das ist unsicher. Ja, die Batterien fangen an zu brennen. Wenn Sie heute ein Patent anmelden würden, wo Sie sagen, Sie haben einen 50 Liter Plastikkanister im Auto, da ist Flüssigkeit drin, die verbrennen Sie in einer Maschine, die ist vorne im Auto installiert und die Flüssigkeit hat auch noch ein paar kanzerogene Stoffe. Bin ich mir nicht sicher, ob das heute noch zugelassen werden würde. Ja? Also Batterien sind genauso sicher oder weniger sicher wie die anderen Antriebssysteme, die Sie haben. Aber die große Frage ist, wo nehmen Sie die Rohstoffe her? Mit welchen Ländern kooperieren Sie, um Lithium abzubauen, um Aluminium abzubauen, um Kupfer abzubauen? In so einer Batterie sind vielleicht 20 Kilogramm Lithium verbaut. In einem Handy sind das etwa 3 Gramm. Ja. Und dann sind das Tausende von Handys, die Sie kaufen könnten. Oder Sie kaufen sich ein E-Fahrzeug. Nicht? Das müssen Sie immer vor Augen halten, wie viele Tonnen das sind, wie viel Material Sie umwälzen müssen, um tatsächlich dann die wenigen oder die zum Teil nicht stark angereicherten Rohstoffe zu gewinnen. Ne? Also das müssen Sie immer bedenken dabei. Also auf Ihre Frage, technologisch ist das alles möglich. Die Batterien sind immer besser geworden, die sind hochoptimiert, die Energieeffizienz steigt, die Energiedichten steigen. Die Materialien sind auch wohl ausgewählt, aber sie enthalten immer noch Mangan und Nickel. Und das, was auf der Kathodenseite in den Batterien drin ist, das gilt es natürlich zu recyceln. Ja, aber dann würden manche sagen, gut, dann entwickeln wir halt diese Recycling-Strategien. Das ist Verbrennung der Materialien, ja, oder sie nutzen wässrige Recycling-Methoden. Das ist aber genauso aufwendig. Und die Speicher, die Materialien, die wir uns anschauen für Speicher, die brauchen natürlich irgendwo Elektrizität, nicht? Und das müssen sie auch irgendwie konvertieren. Das haben Sie gesagt, Sie können Windenergie nutzen, müssen Sie aber Windräder bauen. Ich glaube, in Deutschland ist der Markt vom Bau von Windrädern nicht mehr so groß, das ist auch nicht mehr vorhanden. Und die vielen Solarzellen, die Sie dann brauchen, wenn Sie das wieder ausrechnen, wie viele Rohstoffe da drin stecken, nicht gerade allein die Kupferstromableiter, die Sie dazu brauchen, oder Infrastruktur aufzubauen, was das an Millionen Tonnen von Rohstoffen nach sich zieht, das sind alles viel komplexere und weitreichende Gedanken, die Sie sich da machen müssen. Ja? Und dafür ist diese Welt überhaupt nicht vorbereitet. Ja? Bei einem Bevölkerungswachstum, was wir jetzt sehen, und jetzt stoßen wir, glaube ich, an 8 Milliarden, dann wird das etwas steigen bis 2080, das haben wir gestern gehört, dann sind das 10 Milliarden und dann geht das wieder ein bisschen runter. Ja? Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten uns eben darauf verlassen, dass es fossile Brennstoffe gibt. Und davon gibt es auch noch genug. Ja, die müssen Sie nur finden, wo die sind. Die haben sich über Jahrmillionen gebildet. Aber wie Sie sagten, wir dürfen sie nicht mehr verbrennen. Ne? Aber wir müssen auch genauso aufpassen, dass wenn wir grüne Technologien einführen, wie zum Beispiel Wasserstoff, ja, das können Sie elektrochemisch elektrolysieren, das Wasser, das ist in Ordnung, aber das müssen Sie auch alles wieder aufbauen. Ja? Und dann haben Sie natürlich wieder einen CO2-Kreislauf, den Sie beachten müssen dabei. Und ob das gelingt, ist eine große Frage. Wasserstoff, was jetzt generiert wird, das ist etwa 4% elektrochemisch und der Rest kommt aus Steam Reforming, aus Gas. Ne? Das darf man nicht vergessen. Dann heißt es, ist das grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff und grüner Wasserstoff. Beim blauen und beim grauen, da speichern Sie das CO2 irgendwo, oder beim grauen machen Sie gar nichts mehr damit. Das pusten Sie in die Atmosphäre. Und bei grünem Wasserstoff, das klingt so gut, ja, der Anteil ist sehr, sehr gering. Also ich bin sehr skeptisch, wie die Millionen Tonnen von grünem Wasserstoff erzeugt werden sollen, die wir brauchen. Für PKWs ist das praktisch schon ad acta gelegt. Ja, das können Sie vergessen. Das werden höchstens batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge werden, aber keine Wasserstofffahrzeuge mehr. Wie korrespondiert das, was Sie jetzt über das Materialthema ausgeführt haben, konkret mit Ihrer Forschungsarbeit? Ja, also ich stehe morgens, das muss man vielleicht auch sagen, Wissenschaftler stehen morgens, ich kenne manche vielleicht schon, die stehen morgens nicht auf und sagen, dass sie die Welt retten müssen, sondern sie forschen ja an sehr kleinen Dingen. Ja, wir sind ja Experten von kleinen Details, was immer kleiner wird. Wir sind ja kaum noch in der Lage, unser eigenes Forschungsgebiet zu überblicken. Das, was wir machen, wir gucken uns Materialien an, die gerade im Kurs sind und sind eher ein bisschen auf der pessimistischen Seite und beleuchten die manchmal sehr wohlwollenden Publikationen
und diese sehr, sehr optimistischen Darstellungen, dass das dann Materialien sind, die ganz besondere Eigenschaften haben. Und dann müssen wir immer gucken, passt das mit diesen Eigenschaften? Kann man die tatsächlich für Batterien verwenden oder haben die Nachteile? Ja, also wir decken Nachteile auf und gucken uns vor allem den Transport von Teilchen an, der wesentlich zu der Leistungsfähigkeit von Batterien beiträgt. Ne? Wir entwickeln nicht unbedingt neue Materialien. Als Physikochemiker schauen sich eher Modellsysteme an, gehen auch in komplexere Systeme. Und es ist sicherlich ist das wichtig, dass man das tut, aber wir sind kein Arbeitskreis, wo wir sagen, wir entwickeln jetzt eine super tolle Batterie und die wird dann in den nächsten 10 Jahren in jedem Fahrzeug sein. Ja, wir haben angefangen mit ganz kleinen Batterien, mit Unternehmenspartnern was zu machen, gucken uns an, ob die jetzigen Systeme, die Akkumulatoren, die Sie jetzt sehen können, ob die taugen, was man damit machen kann, ob man denen vertrauen kann. Das ist mehr so unser Forschungsbereich. Okay. Herr Magister Florian Frauscher ist Leiter der Sektion 4 Wirtschaftsstandort Innovation und Internationalisierung im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Ihr Hauptinteresse ist der Wirtschaftsstandort, klar. Und das Energiesystem, also leistbare und verfügbare Energie, ist wohl eine absolute Notwendigkeit für einen Wirtschaftsstandort. Wie ist Ihr Blick auf das Thema Energiewende? Wie Sie sagen, also die Aufgabe der Politik ist es, die Spielregeln zu machen. Das gilt natürlich für alle Bereiche, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten. Ist aber natürlich im Energiesystem eine ganz besondere, weil es ein hochregulierter Bereich bereits ist, weil es so ein grundlegender Bereich ist für das gesamte Wirtschaften. Und die Politik, die Verwaltung sozusagen, hat eine ganze Reihe an Aufgaben und Möglichkeiten. Ich glaube, eine der wichtigsten ist hier auch die Marschrichtung vorzugeben, also die Ziele vorzugeben, wo wir denn hinwollen. Im besten Fall immer basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf Evidenz. Und dann ist es die Aufgabe der Verwaltung, der Politik, die Rahmenbedingungen für die Bevölkerung, für die Unternehmen entsprechend zu gestalten, um die Erreichung dieser Ziele auch zu begleiten. Das gelingt nicht immer, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Auch in der Vergangenheit haben wir uns schon sehr ambitionierte Ziele gesetzt, wenn man an Kyoto denkt zum Beispiel, die wir auch nicht erreicht haben. Kann man jetzt darüber streiten, ob die Ziele zu ambitioniert waren oder ob dann zu wenig gemacht wurde, um die Ziele zu erreichen. Und es gibt fürs Zweite, um die Ziele zu erreichen, natürlich auch wieder eine ganze Reihe an Instrumenten für die Verwaltung, für die Politik, um die Unternehmen, das Energiesystem, die Bevölkerung dabei zu unterstützen, zu lenken, damit wir am richtigen Weg sind. Das ist zum Beispiel die Regulierung, wo man natürlich sagen kann, wir wollen keine Atomkraft in Österreich. Ist verboten. Also es ist eine klare Entscheidung, die von der Politik und am Ende von der Bevölkerung getroffen wird und wo regulierend eingegriffen wird. Und dann kann die Politik Anreize setzen, im Positiven wie im Negativen, um einen gewissen Lenkungseffekt zu erreichen. Ganz wichtig dabei sind die Preissignale, wie wir gehört haben, die Internalisierung der externen Kosten. Das heißt, Dinge, die nicht gewollt sind,
entsprechend zu bepreisen mit Steuer, mit dem Warenpreis, um einen Lenkungseffekt zu erreichen. Auf der anderen Seite können wir positive Anreize geben, zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren, Wind, Photovoltaik war sehr lange nicht wettbewerbsfähig, musste lange gestützt werden und entwickelt sich jetzt zum Glück in die richtige Richtung. Wir haben da ganz große Herausforderungen im gesamten System, damit die Energiewende gelingt. Das reicht von den Genehmigungsverfahren für Anlagen, für Strom, für Leitungen, die derzeit mit Sicherheit noch zu langsam sind in ganz vielen Bereichen. Es geht über die richtigen Preissignale wie Emissionshandel bis hin zu Forschungsunterstützung, Forschungsförderung, damit sozusagen auch wir bei der Technologie gut und schneller vorankommen. Und geht hin bis zur Unterstützung von Produktion, weil viel Produktion, die zwar gewollt ist, dass sie möglichst umweltfreundlich stattfindet, aber vielleicht ohne Unterstützung im Moment noch gar nicht möglich wäre. Und in all diesen Bereichen, sobald man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommen wir in Interessenskonflikte hinein, weil natürlich es in der Regel nicht so einfach ist und sagt, das ist die einfache Lösung, das soll die Politik machen und fertig, sondern es ist bei all diesen Bereichen verschiedene Ziele, verschiedene Interessen, die man abwägen muss. Warum dauern die Genehmigungsverfahren so lange? Weil natürlich dahinter verschiedene Interessen stehen. Wir wollen die Natur schützen, wir wollen Anwohner schützen, wollen gleichzeitig aber auch die entsprechenden Leitungen ausbauen. Und diese Interessenskonflikte aufzulösen, ist sehr oft nicht einfach möglich. Daher dauern sie oft auch sehr lange, beziehungsweise kommen deswegen am Ende dann auch immer Kompromisse heraus, die dann wieder dazu beitragen, dass vielleicht das eine oder andere ambitionierte Ziel nicht so schnell erreicht wird, wie wir uns das wünschen würden. Und wir haben sehr ambitionierte Ziele in Österreich, also daran mangelt es nicht. Aber vielleicht muss da und dort auch ein bisschen mehr Mut da sein, auch auf Seite der Politik, dann die Dinge entsprechend umzusetzen. Haben Sie das Gefühl, dass die Bevölkerung bei diesen hohen Zielen, die gesetzt werden, mitzieht? Ja, glaub ich schon. Also die bei den hohen Zielen, glaube ich, ist eine ganz große Bereitschaft da, dass die auch mitgetragen werden in der breiten Bevölkerung. Jetzt noch viel mehr als früher, muss man auch sagen. Also wenn man mit jüngeren Menschen spricht, da wird das Thema ganz anders wahrgenommen. Und jetzt muss man nicht nur sozusagen gewissen extremen Ausprägungen reden, wie wir es jetzt gerade sehen, letzte Generation. Ja. Wir haben Gott sei Dank keine Kunstwerke hier hängen, also genau, die angeschüttet werden. Aber trotzdem sieht man, glaube ich, doch da auch ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderes Bewusstsein bei den Jungen. Aber auch da natürlich, sobald es dann in die Richtung von Maßnahmen geht, also jetzt zahle ich nicht mehr 1 Euro, sondern 2 Euro für den Liter Diesel oder für den Liter Benzin. Oder ich muss mein Verhalten ändern. Ich fliege nicht mehr so oft vielleicht fürs Wochenende irgendwo hin nach London auf ein Konzert.
So kann man die Dinge dann runterdeklinieren. Und das geht dann bis hin zu den Genehmigungsverfahren. Alle wollen Windkraft haben, aber keiner will es im Garten stehen haben. Das ist das bekannte NIMBY, not in my backyard Prinzip. Also das ist natürlich auch für die Politik der nächste Schritt dann. Ja, alle wollen sehr ambitionierte Ziele, aber wenn es dann darum geht, wie erreichen wir sie, wollen wir mehr zahlen für unsere Energie, wollen wir sozusagen auch annehmen, dass in der Landschaft auch ein Windrad steht, eine Stromleitung steht, eine große. Da kommen wir dann auch wieder sehr schnell in Interessenskonflikte, wo dann auch sehr viel in der Bevölkerung sagen, na, das will ich eigentlich nicht. Und dieselbe Frage jetzt gemünzt auf die Wirtschaft. Sind Österreichs Unternehmen bereit quasi für die Energiewende? Ist da Ihr Eindruck? Ja, also oder müssen sie eh bereit sein? Ja, also grundsätzlich glaube ich, sind die österreichischen Unternehmen nicht nur bereit, sondern es gibt ganz viele Unternehmen, die sind Treiber der Energiewende, die sind Vorreiter weltweit. Also gerade, ich war gerade in Südostasien, ich war in Japan unterwegs, überall hingeflogen natürlich. Da sehen wir, dass insbesondere unser Know-how, uns heißt von den österreichischen Unternehmen und von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefragt ist, im Umweltbereich. Das ist dann sozusagen nicht nur ganz eng, sondern das ist auch die Stahlerzeugung, die umweltfreundliche. Das ist im Bereich Abfallmanagement, das ist Bereich Energieeffizienz. Also da sind die Unternehmen, glaube ich, sehr wohl bereit. Aber muss man auch dazu sagen, wir haben eine ganz große, starke, energieintensive Industrie in Österreich. Und da ist es uns auch ganz wichtig, dass die gehalten wird in Österreich und produziert wird hier in Österreich und auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben eine ganz starke Zulieferindustrie im Automotive-Bereich, die sehr stark am Verbrennungsmotor noch hängt. Und da muss es auch unser Ziel sein, dass wir die begleiten können, bei der Transformation hin zum Elektromotor. Und gleichzeitig müssen wir auch noch sehr viel investieren in die Digitalisierung. Da sind enorme Investitionen tätig. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir in 10, 20 Jahren diese Produktion in Österreich auch noch haben. Und wir haben die Beispiele gehört in anderen Bereichen, wo wir auch massiv investiert haben, Photovoltaik zum Beispiel, wo es in Europa jetzt keine Produktion mehr gibt. Und ich glaube, deswegen muss man schon auch immer überlegen, wie kann man diese Interessenskonflikte, die ich auch genannt habe, ausgleichen? Wo kann die Politik unterstützen? Wo muss sie unterstützen? Und letzter Satz, also wir sehen es jetzt, wir haben enorm hohe Energiepreise, eigentlich wünschenswert für die Energiewende. Aber wir müssen jetzt schon eingreifen und die Unternehmen unterstützen, so wie es auch bei den Haushalten passiert ist. Weil sonst, und das passiert schon in Österreich, die Produktion heruntergefahren wird und die Leute entweder in Kurzarbeit gehen oder im schlechtesten Fall entlassen werden. Herr Dr. Androsch, Sie haben zustimmend genickt, dass die Unternehmen, die Industrie sozusagen bereit ist und auch Interesse hat, damit zu tun. Ja, wie gesagt, wir sind mittendrin hier die Schritte zu setzen entsprechend. Aber ich meine, die große Herausforderung ist nicht nur wir, sondern in ganz Österreich. Nicht? 80% der Energie, die verbraucht wird in Österreich, Verkehr und Haushalte und alles ist fossil. Und die große Herausforderung wird sein, ich meine, diese Wasserstoffelektrolyse haben wir gemeinsam mit dem Verbund gemacht, nicht? Weil es geht nur gemeinsam. Nicht? Aber man müsste dann seitens der Energieversorger die alternative Energiequellen dann, weiß ich nicht, verdreifachen, die jetzt sind. Und da haben wir jetzt hauptsächlich Wasser. Also das ist schon eine riesen Herausforderung. Und ich denke, die Politik muss letzten Endes auch helfen in dieser strategischen Frage, nicht? Wo kommt denn diese nicht fossile Energie dann her, dann im Wesentlichen? Nicht? Weil das ist die Basis für alles, nicht nur für die Industrie, sondern für den Verkehr und so weiter.
Also wir tun alles, aber für uns ist eben eine Grundvoraussetzung, dass die Verfügbarkeit dieser grünen Energie gegeben ist und das zu halbwegs vertretbaren Kosten im globalen Quervergleich. Und wo auch noch, denke ich, viel gemacht werden muss, ist in Richtung Brüssel. Ich glaube, wenn die USA und China, wenn es am Markt auch in Europa ähnliche Voraussetzungen gibt durch Border Tax für CO2 und so weiter, ne, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir überleben können. Ne? Weil wenn die Produkte, die da importiert werden, wo die ganz andere Voraussetzungen haben wie wir, sind wir uns doch ehrlich, ne? Also wir haben da CO2-Emissionskosten, die sind wirklich ordentlich und das müssen wir dann erwirtschaften. Gelingt uns eh, weil wir wirklich sehr, sehr gute, exzellente Produkte und so weiter haben. Aber das hat halt Grenzen. Nicht? Und je mehr wir dann eben alternative Energie gegenüber Kohle, Koks dann einsetzen, nicht, umso schwieriger wird das. Und da wird es dann extrem wichtig, dass dann, dass es dieses Level Playing Field, wie wir sagen, dann global gibt, ne? Damit wir dann alle die gleichen Voraussetzungen haben, dann geht es ja. Ne? Aber das ist immer noch weit davon entfernt, weil teilweise EU-Länder sagen, ja, sie wollen den günstigen Stahl aus China beziehen. Da habe ich letztens also gelesen, die nehmen gerade 600 Kohlekraftwerke in Betrieb. Ja. Da muss man dann schon schauen, dass wir unsere Industrie und Arbeitsplätze dann in Europa dann nicht so sehr gefährden. Und es wird dann woanders dann passieren und dem Klima ist ja auch nicht gedient dann letzten Endes. Also das muss eine gemeinsame große Anstrengung werden. Und ich denke, ein Weg wäre vielleicht dann, wenn man jetzt in Richtung Nordafrika blickt oder so. Nicht? Also die haben schon, da gibt es sehr, sehr viele Projekte jetzt in Richtung Wasserstoff, langfristig, Elektrolyseverfahren und so weiter. Die haben sehr viel Sonne und so. Ein möglicher Weg. Und es gibt schon Möglichkeiten, wo sich sukzessive was aufbauen lässt, denke ich mir. Und da muss man alle sukzessive dann Schritt für Schritt dann in diese Richtung marschieren. Frau Professor? Carbon Border Adjustment Mechanism ist in der Tat etwas sehr Vielversprechendes auf europäischer Ebene, weil es eben das Level Playing Field schaffen kann. Ich wollte nur etwas zum NIMBYism sagen, weil ich mir das vor kurzem für Österreichs Energie, die akademische Literatur, sehr systematisch angeschaut habe und auch die damit einhergehenden empirischen Untersuchungen. Man kennt mittlerweile die Faktoren, wie man Zustimmung generieren kann. Erstens einmal ist die Zustimmung zu Erneuerbaren auf einem allgemeinen Niveau sehr hoch, ungefähr bei 80%. Ich meine, wo findet man in der Bevölkerung schon Zustimmung für etwas im Ausmaß von 80%? Man ist lange davon ausgegangen, dass beim Spezifischen, und weil es halt oft Widerstand gibt gegen einzelne Projekte, geht man davon aus, dass es spezifisch viel geringer ist. Aber man kennt in der Literatur mittlerweile die Bedingungen, unter denen eben die Zustimmung produziert werden kann. Nämlich, wenn die Gemeinschaft zum Beispiel davon profitiert. Der Kindergarten wird mitfinanziert, irgendetwas, ein Gemeinschaftsprojekt wird sozusagen profitiert davon. Wenn man den jungen Menschen auch eine Stimme gibt, wenn man den Nebenwohnsitzinhabern sozusagen nicht zu viel zuhört, sondern den Menschen, die ganze Zeit dort wohnen. Wenn man die Anlagen dorthin stellt, wo es schon eine Visual Intrusion gibt, also irgendwo in der Nähe von Industrieanlagen, und dann spricht man eigentlich schon vom Phänomen PIMBY, Please in my backyard. Also insofern, das kann auch kippen. Das heißt, die Herausforderungen der Energietransformation sind enorm, aber sie haben auch irrsinnig viel Potenzial. Wenn wir cleverer werden, wenn wir mehr systemisch denken, wenn wir eben diese Sektorkoppelungen mitdenken und so weiter. Es gibt aber noch Herausforderungen, wie zum Beispiel eben Material, haben wir ja sehr eindringlich gehört. Das Material steht nicht zur Verfügung. Und zum Beispiel Professor Brasseur von der Technischen Universität Graz, den ich sehr schätze, argumentiert rein technisch durchgerechnet, sollte man vermutlich Windräder in Europa, in Österreich nicht vornehmlich aufstellen oder wenn, dann nur offshore, weil sie halt dort einfach pro Materialeinheit viel mehr Kilowattstunden generieren. Oder die Solarpaneele eher in Nordafrika hinstellen und nicht in Österreich. Nur
Das ist aus einer technischen Perspektive und das ist sehr gut durchargumentiert und durchdacht. Nur aus einer politökonomischen Perspektive ist das natürlich ein Horrorszenario. Das heißt, wir nehmen uns Land von irgendjemand anderem und gehen davon aus, dass die das uns zur Verfügung stellen. Wir machen uns abhängig. Diese totale imperiale Herangehensweise, die wir wieder haben. Also die unterschiedlichen Perspektiven liefern da sehr unterschiedliche Antworten oder Herausforderungen. Die müssen wir alle auf den Tisch legen und da gemeinsam drüber nachdenken. Und wir werden nicht drum herum kommen, dass wir die Nachfrage senken. Zentral ist auf jeden Fall bei diesen Themen, die wir jetzt diskutiert haben, dass wir eine wesentlich breitere Zusammenarbeit verschiedener Sektoren brauchen, beziehungsweise ein anderes Denken, das nicht mehr so in Kastal ist wie jetzt. Interpretiere ich das richtig? Sie haben das auch im Beispiel Burgenland ja schon gesagt, dass die Zusammenarbeit, dieses fachübergreifende, so zentral ist. Wie schafft man das in der Praxis? Ist das ein guter Tipp, den die Frau Professor gehört? Ja, vielleicht möchte ich nur an einen Gedanken eben auch nochmal anschließen. Die Frage, wie kann ich eine breite Akzeptanz generieren? Und da fiel jetzt das Argument, man muss auch einen wirtschaftlichen Vorteil mitgeben. Dann steigt die Akzeptanz. Das versuchen wir eben auch, indem wir klar aufzeigen, dass beispielsweise ein großes PV-Flächenprojekt einen mehrfachen Mehrwert für jeden Einzelnen bringen kann. Und dass der wertvolle Boden, das Land, nicht nur einfach genutzt wird für eine landwirtschaftliche Nutzung, sondern dass also mit innovativen Projekten im Bereich der Agri-PV, wo also Landwirtschaft und Stromerzeugung kombiniert wird, und da gibt es vielfältige technologische Möglichkeiten heute, wo also diese beiden Faktoren kombiniert werden können, ein zweifacher Mehrwert entsteht. Ich kann Strom erzeugen, ich kann Landwirtschaft betreiben, ich kann Böden wieder die Biodiversität von Böden steigern, ich kann Bienenzucht betreiben, ich kann das Grundwasser erholen lassen, wenn also die Düngung ausgesetzt wird, das ist ein vielfacher Mehrwert, und ich kann die Bevölkerung auch beteiligen, und das kann ich auch wieder in vielfacher Form machen. Wir machen das in Form von Bürgerbeteiligungsmodellen, ganz klassisch, das sind also eher finanzielle Beteiligungen, wo man sich an einer Windkraftanlage finanziell beteiligen kann und eine fixe Verzinsung bekommt. Wir machen aber auch innovativere Modelle, ganz ehrlich gestanden, wo wir und das sind jetzt eher noch Pilotprojekte, wo wir in ganz Burgenland erneuerbare Energiegemeinschaften gründen werden, die dann gemeinschaftlich Strom aus PV-Anlagen beziehen, die entweder auf freien Flächen oder auch auf den Gemeindeflächen produziert werden, wo es einen zentralen Speicher gibt. Und hier gehen wir also in die Richtung organischer Speicher, um von dieser Materialabhängigkeit abzukommen. Vielleicht können wir dann auch noch, Ihre Meinung würde mich auch noch interessieren, weil diese Speicher basieren auf dem natürlichen Rohstoff Lignin, sind also keine Lithium-Ionen-Speicher. Das ist ein Material, ein Biopolymer, das vorkommt in der Natur und relativ frei zur Verfügung steht. Zentrale Speicheranlagen auf Gemeindegebäuden, auf Flächen, auf den Privathäusern, kombiniert mit dezentralen Speichern in den einzelnen Häusern. Und dann kann es mir gelingen, eine gesamte Ortschaft, eine Stadt einzubinden in ein umfassendes Energiekonzept, das gespeist wird mit grüner Energie, wo gemeinschaftlich produziert wird, wo gemeinschaftlich verbraucht wird, wo ein Austausch stattfindet in Energieerzeugung und Energieverbrauch. Und das Ganze, habe ich vorhin gesagt, dass es dann noch braucht, ist die Digitalisierung, um dieses doch dann komplexe System zu steuern. Und dieser Weg, glaube ich, ist ein Weg in die Energieunabhängigkeit, in die grüne Energie, und ist auch ein Weg, wie man eine breite Akzeptanz schaffen kann. Herr Professor Wilkening, wenn Sie vielleicht gleich da den Ball aufnehmen, Lignin als Speicher? Ja, sicher. Das sind ja stationäre Speicher. Ja? Das sind dezentrale stationäre Speicher, da gibt es viele Möglichkeiten. Da können Sie auch von Lithium zu Natrium geben, das ist groß verfügbar. Und die Anforderungen an solchen stationären Speicher sind ganz anders als die Königsdisziplin, die Sie haben, wenn Sie so eine Batterie im Elektrofahrzeug betreiben. Ja, weil die Energiedichte eine ganz andere ist und auch die Leistungsspitzen natürlich ganz anders sind. Ich glaube auch schon, dass Sie die Bevölkerung, wenn der Wohlstand gewahrt bleibt und wenn es schleichende Veränderungen gibt und zugespitzt auf die Sache, steigen Sie in das benzinbetriebene Auto oder in das E-Fahrzeug. Der Reichweite ist genau die gleiche, die Kosten sind die gleichen und die Autos sehen dann noch genauso aus. Dann ist das kein Problem, dass Sie Bevölkerung und Gesellschaften dahin bringen. Ja, das denke ich auch nicht, das ist die Schwierigkeit. Das schaffen wir schon. Sie schaffen das auch bei der
Ausbreitung oder bei der Entwicklung von Digitalisierung. Sie schaffen das auch, dass Informationen sehr schnell ausgetauscht werden können. Aber was ist, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass stärkere Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn es zu Fahrverboten kommt, wenn es dazu kommt, Sie dürfen sich kein Auto mehr kaufen. Ja, Sie müssen das 10 Jahre fahren, trägt das die Gesellschaft auch noch mit? Passiert das auch? Da, wenn Sie sagen, in einem Unternehmen, das hat natürlich Angestellte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die hören, ja gut, dann werden wir das jetzt um 80% senken, dann ziehen die alle an einem Strang und dann fühlen die sich auch gut und dann kommt der CEO und sagt, wir sind das nachhaltigste Unternehmen in unserer Region. Und dann sind alle froh. Das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man so etwas macht. Aber wie sieht es aus? Wie macht eine Gesellschaft das mit, wenn es wirklich zu starken Einschränkungen kommt? Ja, und Sie haben das bei der Pandemie ja gesehen. Das ist ja ein Testfall gewesen. Da gehen Sie nicht mehr ins Konzert, da müssen Sie Auflagen erfüllen. Das tun Sie, weil das natürlich unmittelbar Ihre Gesundheit gefährdet. Und ich weiß nicht, ob Sie die Bevölkerung dazu bringen können, wenn es dann unmittelbar Ihr Portemonnaie in Gefahr bringt. Das sind ganz andere Paar Schuhe. Ja? Also denken Sie weiter. Das sind alles super Lösungen, die Sie haben. Aber es sind zum Teil Insellösungen. Ja? In kleinen Regionen können Sie das umsetzen und können Sie das schaffen. Aber was passiert auf der anderen Seite der Welt? Wo kommen diese Rohstoffe her? Was passiert mit der Bevölkerung dort? Ja? Dieses globale Denken, das haben wir noch nicht erreicht. Ja? Denn die Mahnung und, wie Sie sagten, die Informationen, die haben wir Ihnen vor 10 oder 20 Jahren gegeben, dass es das gibt. Svante Arrhenius hat den Klimawandel oder die CO2-Erhöhung schon vor vielen Dekaden vorausgesagt. Aber wir haben das nicht gesehen. Das ist eine schleichende Veränderung und die Bevölkerung sieht das nicht. Und solange das keine drastischen Auswirkungen hat, bleiben auch die Veränderungen eher auf einem Niveau, die klein sind. Ja? Also ich sehe keine großen drastischen Veränderungen, die da sind. Aber was ist passiert, wenn die einsetzen müssen? Ja? Und um dem zu entgehen, müssen Länder miteinander gut kooperieren. Ja? Und imperialistisch sind wir schon, wenn wir an Rohstoffe denken. Lithium gibt es in Chile und Bolivien. Und dann fragen Sie mal die Unternehmen, wie die an diese Rohstoffe kommen, wie das vor Ort abgebaut wird, was die einzelnen Länder dort, die rohstoffreich sind, tatsächlich daran verdienen und werden die mitgenommen auf den Pfad in eine Wohlstandsgesellschaft. Schauen Sie sich das an, in Marokko oder im Kongo, unter welchen Bedingungen da zum Teil Rohstoffe abgebaut werden und welche Unternehmen dahinter stecken und das tun. Ja? Das gilt es alles zu berücksichtigen bei Photovoltaikanlagen, bei Batterien, bei Windrädern, bei all den Materialien und Rohstoffen, die Sie brauchen. Und das sind lange Prozessketten, ja, bis Sie aus einem Erz oder aus einer wässrigen Lösung tatsächlich ein hochreines Battery-Grade-Material erzeugt haben, was dann hier in Europa veredelt wird, tatsächlich chemisch veredelt wird, um dann in hochwertige Güter umgesetzt zu werden. Nicht? Dass Unternehmen natürlich da mitmachen, das ist keine Frage, sonst gehen Unternehmen unter. Ja, die müssen sich natürlich immer anpassen. Das ist die Natur eines Unternehmens, dass ich schaue, wie komme ich mit den Gegebenheiten, die von rechts und links in mein Unternehmen einspielen, wie komme ich damit durch? Dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen muss, ist klar. Das, was Sie gesagt haben, Herr Amrosch, ist ganz wichtig, dass man in unterschiedlichen Industrieländern die gleichen Regelungen, die gleichen Standards hat, dass man unter gleichen Konkurrenzbedingungen wirtschaftet und wirtschaften kann. Dass diese Möglichkeit erreicht wird, das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Ja. Dass wir Vorreiterrollen einnehmen in Europa, das ist auch klar. Wir müssen zeigen, wie man wirtschaften kann, wie man nachhaltig sein kann, damit andere Länder, die auf der Schwelle stehen, dahin zu kommen, nicht die gleichen Fehler machen, die wir gemacht haben. Ja? Dass wir sie nicht mit Maßnahmen und Restriktionen so weit bringen, das dürft ihr auf keinen Fall tun, ja? Weil das haben wir schon in den letzten 30, 40, 50 Jahre gemacht, seit der Industrialisierung, da dürft ihr nicht anfangen. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, dass es da nicht zu diesen Maßnahmen kommt. Ja, das ist ganz wichtig. Danke. Ich schaue jetzt ins Publikum, meine sehr geehrten Damen und Herren. Haben Sie Beiträge, Fragen, besser gesagt, an unser Podium? Ja, also vielen Dank für Ihre tollen Ausführungen. Ich möchte noch ein paar Zahlen beibringen, die ich mir in den letzten Tagen überlegt habe. Wir verbrennen derzeit ungefähr 250 Terawattstunden an fossiler Energie. Wollten wir die durch Windräder erzeugen, brauchen wir ungefähr 35.000 Windkraftanlagen in Österreich. Derzeit haben wir ca. 800, glaube ich. Wollten wir das mit Photovoltaik machen,
bräuchten wir ungefähr 1500 Quadratkilometer Photovoltaik oder 2% der Fläche Österreichs. Also da frage ich mich schon, was Sie gesagt haben, die Akzeptanz ist vielleicht schon gegeben. Glauben Sie wirklich, dass abgesehen von den Problemen, die der Professor Wilkening so klar ausgeführt hat, dass die Akzeptanz für solche Größenordnungen gegeben ist? Also die Studien, die ich zitiert habe, sind natürlich auf andere Größenordnungen ausgelegt. Das ist ganz klar. Und es wird eben nicht funktionieren, dass wir alles, was wir derzeit fossil generieren, mit Erneuerbaren generieren. Ich glaube, da haben wir jetzt viele Argumente gehört, weshalb das nicht gelingen wird. Deswegen müssen wir einfach, wenn wir mit systemischem Denken viel effizienter werden, eben nicht nur in den Einzelprozessen effizienter, sondern systemisch durch bessere Koppelung, durch Digitalisierung und so weiter, auf diese eine Art und auf der anderen Seite wirklich Energienachfrage senken. Und das sind Verhaltensveränderungen. Zum Beispiel, es gibt viele Untersuchungen, die sagen, nur die Antriebsart durch Elektro zu ersetzen, das wird sicher nicht ausreichen, sondern es braucht auch soziale Innovationen. Es braucht Verhaltensänderungen, ein Umstellen von Elektrofahrzeugen, die verwendet werden noch, dass sie halt dann geteilt werden. Wenn man es umstellt auf geteilte Fahrzeuge, wo ja europäische Auto im Durchschnitt 92% nur rumstehen, dann braucht man scheinbar nur ein Siebtel der Fahrzeuge, um die gleichen Mobilitätsdienste anbieten zu können. Also dass wir wegkommen von Produkten hin zu Diensten, dass wir Dienste anschaffen und nicht immer Produkte, dass es uns nicht so wichtig ist, ein Auto zu besitzen, sondern vielleicht haben wir dann, indem wir einchecken, wird der Spiegel richtig eingestellt und wird der Sitz richtig eingestellt und wird die Musik vielleicht richtig eingestellt. Das kann ja nicht so schwer sein, wenn dieser Komfort, diese Gewohnheit und Bequemlichkeit so eine große Rolle spielt. Aber auch umstellen im Sinne von auch gleichzeitig mehrere gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Ein Wiener Arzt hat vor einem halben Jahr ungefähr im Standard ein Interview gegeben und hat gesagt, rein aus gesundheitlicher Perspektive müsste man motorisierten Individualverkehr innerhalb des Gürtels verbieten. Rein aus gesundheitlicher Perspektive, weil es eine ganz klare lineare Korrelation gibt zwischen gegangenen Schritten pro Tag und gesunde Lebensjahre. Und das funktioniert für alle Menschen. Die schon sehr sportlich sind, wenn die mehr gehen, hilft es. Und die sich auch schwer tun. Und die fahren halt dann mit den Öffis die hauptsächlichen Meter und so weiter. Das heißt also, Gesundheit gleichzeitig zu produzieren, wie Mobilität zu schaffen. Ja? Und natürlich dann, der hat nicht einmal darüber geredet, was könnten wir mit dem öffentlichen Raum tun, wenn diese Metallkisten nicht rumstehen würden. Wie die Luftverschmutzung. In Österreich sterben jedes Jahr 700 Menschen frühzeitig aufgrund von Luftverschmutzung. Luftverschmutzung glauben wir, dass das ein Problem der 70er und 80er Jahre ist, dass wir das schon adressiert haben. Haben wir nicht. Es sterben noch immer Menschen frühzeitig. Das heißt also, wenn wir nicht nur einen Blick auf Wertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt haben, sondern mehrere Ziele, mehrere gesellschaftliche Ziele gleichzeitig angehen, dann können sich mit einem systemischen Denken andere Lösungen ergeben, wo es zwar aus der aktuellen Perspektive zu einer Einschränkung kommt, aber mit einer mehrdimensionalen Betrachtung kann es eigentlich eine Verbesserung werden. Nur das schafft man nicht individuell. Da braucht man ein gemeinsames Nachdenken. Ja, Gernot Wallner von der Uni Linz. Ich bin Kunststofftechniker, habe CD-Laber mit der Voestalpine gemeinsam, mit der Borealis gemeinsam. Und beschäftige mich seit 25 Jahren mit Kunststoffen und Energie. Und wenn wir uns in die Augen schauen oder auf die Haare, auf die Haut schauen, sehen wir Kohlen-, Wasserstoff-, Sauerstoff-, Stickstoffmoleküle. Das heißt, wir sehen Organik. Mensch, Natur ist organischer Natur. Und mein Impuls wäre, fangen wir an, vernetzt zu denken. Die Stärken der Industrie, die wir haben eine starke organische Industrie, OMV. Wir haben eine starke Stahlindustrie, Voest. Wir haben auch Aluminiumindustrie. Wir haben eine Zementindustrie, die unweigerlich CO2 freisetzt. Bei der Herstellung von Zement entsteht CO2. Und beginnen wir, das CO2 als Wertstoff zu nutzen. Also
CO2-Capturing and Utilization, also nicht unbedingt das alles mit Wasserstoff zu machen, alles zu dekarbonisieren, sondern beginnen wir den Kohlenstoff in Kreislauf zu führen, so wie es die Natur macht. Die macht es nicht anders, bei jedem Menschen, bei jeder Pflanze führen wir den Kohlenstoff im Kreislauf. Und deswegen würde ich nicht sagen, machen wir es auf der ganzen Welt gleich, sondern schauen wir, wo wir in Österreich unsere Stärken haben. Und die Industrie soll zusammengehen und gemeinsam einen Weg beschreiten. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig jetzt konkurrieren, sondern dass wir beispielsweise gemeinsam in Richtung Carbon Utilization gehen. Wer will das kommentieren von Ihnen? Andrasch. Ja, das CO2 dafür stellen wir gerne zur Verfügung. Aber nur wenn ich dazu anmerken darf, ich meine, das ist ein Weg, der auch beschritten wird, also Carbon Capture Utilization. Nur man muss eines bedenken, nicht? Also das CO2 ist ein sehr energetisch totes Molekül. Und man muss dann, wenn man daraus was machen möchte, im Sinne, weiß ich, Methan oder Richtung Kunststoffe gehen oder was auch immer, muss ich den Wasserstoff trotzdem produzieren. Und da muss ich noch mit viel Energie den Wasserstoff noch an dieses CO2-Molekül ankoppeln. Und am Ende, wenn ich dann wieder was habe, ein organisches Molekül, dann habe ich die ganze grüne Energie, die ich vielleicht von vorne weg gehabt habe, eigentlich vernichtet. Und das ist ein bisschen, es wird ein Teil der Lösung sein, weil es vielleicht in manchen Bereichen gar nicht anders geht, diesen Weg zu gehen. Aber es ist, glaube ich, ein Hauptgrund, warum für die Automobilindustrie Batterien eigentlich der Weg der Wahl ist und nicht Wasserstoff-Brennstoffzellen, weil bei einer Wasserstoff-Brennstoffzelle habe ich eigentlich dann über die diversen Umwandlungsstufen kommt eigentlich nur 20% der Primärenergie bei den Rädern an. Und bei den Batterien ist es ja wesentlich, ein wesentlich höherer Wert. Ne? Das heißt, man muss immer bei diesen Wegen sehr mit berücksichtigen, Primärenergie und was kommt am Ende des Tages dann im Endprodukt an? Ja, das ist eine Frage der Effizienz des Wirkungsgrades. Der liegt bei Batterien sehr hoch, über 85%. Und bei Wasserstoff, wenn Sie optimistisch sind, vielleicht sogar bei 40%. Und wenn Sie pessimistisch sind, so wie Herr Androsch das gesagt hat, dann ist das so 20% oder 18%. Weil die Generierung des Wasserstoffs, der Transport, die Komprimierung, das sind alles Verlustfaktoren, die damit hineinspielen. Ja? Also da würde ich mir nichts vormachen. Es gibt Automobilhersteller, die bieten wasserstoffbetriebene Autos an. Viele Automobilhersteller sind aber nicht ganz ausgestiegen, aber haben über viele Jahre diese Forschung, sagen wir mal, stark zurückgefahren. Ja, bei LKW, Lorries, Trucks kann das möglicherweise noch funktionieren. Es gibt aber auch Unternehmen, die bieten auch batterieelektrische Trucks schon an. Das sind alles ganz große Probleme von Wasserstoff. Also nicht nur die Erzeugung, sondern tatsächlich auch der Umgang mit Wasserstoff. Ja. So ein Wasserstoffauto tanken Sie bei 700 Bar. Wasserstoff wird zum Beispiel transportiert bei niedrigen Temperaturen, auch wieder komprimiert. Und Sie müssen immer gucken, ist das dicht? Haben Sie überhaupt eine Infrastruktur, um Wasserstoff zu transportieren? Muss die aufgebaut werden? Oder können Sie das vorhandene Stromnetz nicht nutzen, um die elektrische Energie, die sie aus Photovoltaikanlagen erzeugt haben, nicht direkt zu nutzen und sie nicht zu nutzen, um erst Wasserstoff zu erzeugen und das dann wieder umzuwandeln. Das, was Sie angesprochen haben, das ist alles nicht, das kennen wir alles schon. Ja, Sie können CO2 wieder umwandeln in Methan und so weiter. Es sind alles Kreisläufe, aber Sie dürfen sich nichts vormachen. Sie müssen immer gucken, ist das ein geschlossener Energiekreislauf oder gibt es da Lücken? Ja, ist das also das wird kein Perpetuum mobile werden, das Ganze. Technologisch ist das natürlich alles möglich. Und Sie haben auch ganz recht, jede Region und jede Anwendung, jeder Verbraucher, jede Idee braucht eine individuelle Lösung vielleicht. Ne? Es gibt keine Allseitslösung, die sagt, alle Fahrzeuge, die ganze Mobilität wird nur mit Batterien betrieben, weil es auch nicht eine einzige Batterie gibt. Es gibt keine einzige Batterie für stationäre Speicher, sondern es wird ein ganz großes, vielfältiges Feld geben, wie Sie Energie speichern, wie Sie Energie konvertieren aus Sonnenlicht, aus Wind. Das lernen wir jetzt ja auch alles. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm und das trägt auch Bevölkerung mit. Aber noch einmal, wie wollen Sie das schaffen in einem System, was eine limitierte Anzahl von Rohstoffen hat? Dieser Planet ist ein geschlossenes System. Ja? Sie können zurzeit nicht in den interstellaren Raum gehen und dort
Kupfer herholen oder was anderes, nicht? Sie müssen mit dem auskommen, was Sie hier haben. Und aber das ist die größte Herausforderung dabei. Ja, ist nicht so sehr die technologische Herausforderung, aber die Technologie, die dahinter steckt, tatsächlich das so weit im Kreis zu führen, dass sie klimaneutral oder CO2-neutral bleiben. Ich glaube nicht, dass sie vollkommen CO2-neutral bleiben können auf diesem Planeten. Das wird nicht funktionieren. Herr Dr. Andrasch, Sie wollten noch kommen. Ja, ich wollte nur eine Anmerkung machen zum Thema Wasserstoff. Ich denke, ganz verteufeln sollte man Wasserstoff nicht, weil, wie gesagt, wir können dann direkt Eisenerz reduzieren ohne CO2, also CO2 wirklich vermeiden. Da sprechen wir von Carbon Direct Avoidance. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass schon eine Chance besteht, denke ich mir, dass wenn mehr alternative Energie verfügbar wird, dann wird die Situation immer mehr so sein, dass im Sommer diese Energie in den Winterzeitraum transferiert werden muss. Ne? Und da denke ich schon, dass Wasserstoff als Energieträger und auch als Reduktionsmittel da eine große Rolle spielen kann und eine größere Rolle spielen wird. Und das ist jetzt auch mit dem Verbund das Projekt der Elektrolyse. Ne? Die Spitzenströme, da wird nicht abgeregelt wie sonst, ja, wo eigentlich die Verbraucher den Strom nicht gerade aufnehmen können. Das Netz muss immer ausbalanciert sein, sondern da kann man eben in diesen Zeiträumen immer Wasserstoff produzieren. Das ist momentan zwar jetzt noch etwas gering, aber wenn der Ausbau weiter voranschreitet, denke ich mir, kann das schon eine große Rolle spielen. Und da würde ich Wasserstoff nicht ganz verteufeln dann. Das ist richtig. Das habe ich auch nicht gesagt, dass das so ist. Ja. In vielen Bereichen, auch in der Industrie, brauchen sie Wasserstoff. Aber in der Politik oder zum Teil auch in den Medien wird ihnen suggeriert, schon seit einigen Jahren, dass es ein einziges Schlagwort gibt, Wasserstoff, und damit wird die Klimakrise bewältigt. Nicht? Ja. Und das, glaube ich, so ehrlich sollte man sein, genau, dass man den Leuten sagt, so einfach wird das nicht. Ne? Und ich glaube, das verstehen die Leute auch. Mit ja, Wasserstoff brauchen wir Strom. Ne? Ja. Wir haben auch einige Beiträge von unseren Gästen, Zuhörern online. Ich möchte einen herausgreifen. Greifen bitte eine Frage, eine von zwei Fragen, die Herr Markus Preissinger von der FH Vorarlberg gestellt hat, an den Herrn Czerny. Sie haben gesagt, dass, also ich lese vor die Frage, wie viel Intelligenz brauchen wir zukünftig im Netz und wie viel Intelligenz verträgt das Netz und sind wir dann nicht viel anfälliger für Cyberangriffe, wenn wir viel Intelligenz im Netz haben? Also vielen Dank für die Frage, Herr Preissinger. Liebe Grüße nach Vorarlberg, habe ich es richtig vernommen? Ja. Liebe Grüße ins Ländle. Also wir brauchen, glaube ich, sehr, sehr viel Intelligenz im Netz. Und der Grund sind fünf Punkte, das sind die fünf Ds: die Dekarbonisierung, die Dezentralisierung, die Demokratisierung, die Degression der Erzeugungskosten, die also dazu führen, dass unsere Netze zusehends dezentraler werden. Mittlerweile geht es dann ja in die Millionen von dezentralen Einspeisern, wenn man jetzt dann an Haushalte denkt. Und die Nachfrage ist enorm. Wir kommen als Branche jetzt kaum hinterher mit den Installationen der PV-Anlagen. Und diesen vielfältigen Erzeugern stehen zusehends auch immer mehr Verbraucher gegenüber. Der Stromverbrauch ist im Steigen begriffen. Es findet eine Elektrifizierung statt im Bereich der Mobilität. Wir haben sehr viel über Elektroautos gesprochen heute. Es findet in der Wärmeversorgung eine Elektrifizierung statt in Form von Wärmepumpen, in denen Privathäusern installiert werden und auch im größeren Einsatz. Und jetzt geht es darum, dieses immer komplexer werdende System zu steuern. Da helfen uns die Smart Meter. Im Burgenland haben wir den Rollout des Smart Meters, eine der ersten Regionen oder Bundesländer in Österreich, abgeschlossen. Und es geht darum, dieses komplexe System intelligent zu steuern. Dazu brauchen wir die Digitalisierung. Und natürlich ist es so, dass die Gefahr von Cyberangriffen tagtäglich steigt. Ja, wir sehen das an vielfältigen Meldungen, die wir bekommen. Gerade auf kritische Infrastruktur steigt hier die Gefahr, wenn man die IT mit der OT in Verbindung bringt, dass hier remote dann natürlich eingegriffen werden kann und von Hackern ganze Stromnetze lahmgelegt werden können. Das heißt,
wir investieren auch sehr stark in den letzten 2 Jahren, um unsere Cyber-Resilienz zu verbessern, die Cyber-Security zu verbessern. Das ist ein ganz, ganz starker Fokus auch der gesamten Industrie, wo wir auch mit Österreichs Energie sehr stark zusammenarbeiten, auch in Richtung eines Cyber-Security-Centers in Österreich, eines SOC-Centers, dass also die Industrie weit ausgerollt werden soll, um hier eine besondere Resilienz und Sicherheit dann für das Stromnetz bewerkstelligen zu können. Also das Thema ist in der Praxis voll angekommen. Das ist angekommen und erachte ich persönlich auch als ein extrem wichtiges Thema. Ja. Ich habe mich noch eine zweite Wortmeldung oder Beitrag unserer online anwesenden ZuhörerInnen aufgreifen. Ein Herr Thomas fragt zum Thema Nachfrage reduzieren. Lange Zeit wurden Technologien gefördert, Leistung und somit Energieverbrauch zu steigern. Stichwort: braucht jeder einen Octa-Core oder mehr CPU in seinem Smartphone, PC, oder passt man Leistung in Zukunft stärker an die tatsächliche Notwendigkeit? Das ist eine Frage zum einen natürlich an die Ökonomie, aber auch an die Politik. Das stimmt schon, bis vor 5 Jahren oder was hat man geschaut, man hat mal Fortschritt quasi und alles, was man irgendwie fördert, förderte ja auch den Strom- oder den Energiebedarf früher. Und jetzt gehen wir irgendwie einen umgekehrten Weg. Wie geht man da um? Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt bewusst gefördert wurde, dass mehr Energie verbraucht wird. Bin ich mir nicht so sicher. Grundsätzlich verfolgen wir einen sehr starken Ansatz einer technologieoffenen Förderung. Wir sind überzeugt, dass die Wissenschaftler bzw. die Unternehmen besser wissen, in welche Richtung geforscht werden soll, als die Politik das wissen kann. Natürlich ist es trotzdem auch Aufgabe der Politik, Schwerpunkte zu setzen, weil auch das Budget ist sozusagen begrenzt und man kann nicht immer alles unterstützen und fördern. Deswegen gibt es auch im Wasserstoff Schwerpunkte, die unterstützt werden und bei anderen Bereichen. Ich glaube, dass wir noch viel mehr einen Fokus legen müssten auf Energieeffizienz. Ich glaube, da passiert nach wie vor zu wenig, auch was Anreize betrifft, was Forschung betrifft. Und auf der anderen Seite natürlich den Energieverbrauch sozusagen, das Thema hatten wir schon, stärker zu besteuern. Wobei wir auch da natürlich, wie wir jetzt sehen, an gewisse Grenzen kommen, weil man nicht Energie unendlich teuer machen kann, weil wir es eben für so viele Lebensbereiche brauchen und auch leistbare Energie am Ende des Tages brauchen. Es gibt Forschungsprojekte unter dem Titel Sober IT. Das heißt, also, welche IT braucht es, um eine gewisse Leistung, einen gewissen Dienst zu bekommen? Man kann sich das darunter vorstellen, wie groß müssen die CPUs sein, um halt die Leistung zu bringen für eine gewisse Anwendung. Ja, also wenn jemand hochkomplexe Modelle rechnet, braucht er natürlich einen schnelleren Rechner, einen leistungsfähigeren Rechner. Als wenn das jemand ist, der eher mit qualitativen Methoden arbeitet, Interviews transkribiert, also mit Texten arbeitet. Und insofern stattet uns natürlich die Universität mit unterschiedlichen Geräten aus. Und das ist gut und richtig, weil nicht jeder braucht einen derartig leistungsfähigen Rechner. Man kann sich auch vorstellen, auch wenn ein Film über HD gestreamt werden kann, aber ist das jetzt nötig? Braucht man das jetzt gerade? Oder wenn wir zum Beispiel Online-Lehrveranstaltungen machen, kann man nicht gut punkten bei Studierenden notwendigerweise, indem man die neueste Super-Turbo-Webcam hat, weil die sich fragen, ist das denn wirklich nötig? Eigentlich ist es nicht nötig. Ich kann die Professorin auch sehen, auch wenn sie nicht die letzte Technologie hat, sondern es wird weniger Strom verbraucht, es wird weniger Bandbreite verbraucht, wenn man eine niedriger getunte Technologie verwendet. Also auch so eine Awareness zu haben, gut genug, um einen gewissen Dienst
zu bekommen, um eine gewisse entweder Bildungsleistung, Konsum zu bekommen oder eine gewisse Produktionsleistung zu bekommen. Was ist nötig und nicht über Kapazitäten oder bessere Qualität als nötig ist, in der Infrastruktur immer einzubauen. Natürlich, wenn die Energiepreise hoch sind, dann haben wir praktisch einen Anreiz eingebaut. Deswegen sind die Energieeffizienzmaßnahmen so sehr wichtig und es wäre wirklich wichtig, ein Energieeffizienzgesetz zu bekommen. Sorry, muss irgendwann kommen. Insofern, aber das ist eine andere Denke und wie gesagt, da gibt es Forschungsprojekte dazu auf europäischer Ebene, Sober IT, die ich durchaus spannend finde. Danke sehr. Ich muss jetzt Kraft meines Amtes auf die Uhr schauen und eine Zäsur unter unsere spannende Diskussion hier setzen und möchte zu einer ganz kurzen Schlussrunde noch übergehen. Das ist das Letzte, was Sie trennt vor einem kulinarischen Ausklang dann. Und bitte um kurze Antworten deswegen auch im Interesse des Publikums. Mich würde interessieren, sind Sie persönlich in Ihrem Bereich, aber auch in Ihrem persönlichen Umfeld optimistisch, dass wir die Energiewende schaffen, wie wir es uns vornehmen? Können Sie vielleicht beginnen, Herr Frauscher? Ja, natürlich. Also ich bin sehr optimistisch, auch wenn wir uns sicher sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben. Also das sagt sich immer so leicht 100% Erneuerbare im Strombereich bis 2030. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, wissen wir, dass das gar nicht so einfach zu erreichen ist. Aber trotzdem glaube ich, dass man optimistisch sein muss, man die entsprechenden Maßnahmen und Gesetze auch umsetzen muss dazu. Und dann wird es gelingen, ja. Herr Professor? Ja, ich bin optimistisch, wenn man einzelne Länder anschaut. Das wird in Österreich gelingen, auch in Deutschland wird das gelingen. Aber ob das global gelingt, das mag ich noch nicht einzuschätzen. Und ich warne ein bisschen davor, dass es noch Krisen gibt, deren Ausmaß und deren Eigenschaften wir uns noch gar nicht ausmalen können, was noch auf uns zukommen könnte. Ja? Das sind nicht nur energiepolitische Krisen, auch ganz andere Dinge. Ja. Herr Magister Czerny? Ja, also ich bin optimistisch, dass das gelingen wird und kann. Mittel- bis langfristig ist es die Klimakrise, die aus meiner Sicht die Energiewende überlebensnotwendig macht, im sprichwörtlichen Sinne des Wortes. Kurzfristig sehe ich die Energiekrise als einen Geburtshelfer eigentlich dieser Energiewende, die jetzt sehr viel Drive in die ganze Diskussion bringt, wie wir hier auch heute sehen. Die Herausforderungen sind enorm, aber wie gesagt, ich bin hier sehr optimistisch, dass das gelingen kann. Wir haben jetzt auch die hohe Abhängigkeit gesehen von den fossilen Energieträgern, die wir momentan haben, wo wir uns befreien müssen. Wir haben Rohstoffengpässe. Die Herausforderung ist groß, aber ich bin nicht nur optimistisch, ich bin überzeugt, dass es gelingen wird und dass es gelingen muss. Ja. Herr Dr. Andrasch, sind Sie optimistisch? Ja, ich bin schon optimistisch, denke ich mir, weil es gibt eh keinen anderen Ausweg, sage ich einmal nicht. Und schon als Junger, wie ich vor dem Hausbau gestanden bin, war das ein Riesenprojekt. Da haben wir gedacht, wie werden das jemals fertig? Nicht? Und man muss dann, denke ich, die ganzen kleinen Schritte sehen. Und wenn wir da in die richtige Richtung marschieren, machen sehr, sehr viele kleine Schritte auch einen großen Schritt. Nicht? Und wir müssen in diese Richtung gehen. Nicht? Und wenn alle miteinander und wenn vor allem auch vor allem für Europa in dieser Vorreiterrolle, das wäre ganz, ganz wichtig, dieser Level Playing Field dann auch besteht, nicht, dass die Wirtschaft auch das überlebt dann letzten Endes, weil das ist schon für uns eine Riesenherausforderung und wenn man die Zahlen sprechen für sich, wovor man dann steht, ja, das ist ja schier unglaublich, nicht, aber wie gesagt, viele, viele kleine Schritte machen auch einen großen Schritt. Frau Professor Stagel? Es ist völlig irrelevant, ob ich optimistisch bin oder nicht. Weil, Sie trotzdem. Ja, ja. Es ist nur, weil was ist die Alternative, wie der Herr Andrasch gesagt hat? Aufgeben. Und was ich aber sehr wohl bin, ist sehr, sehr, sehr besorgt. Also die klimawissenschaftliche Literatur täglich zu lesen, da muss man persönlich sehr gesättelt sein. Ansonsten wird man depressiv. Und was es braucht, ist einfach ein Zusammenarbeiten im Sinne von, dass jeder sich so sehr anstrengt,
wie wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und das den anderen vorzumachen, darüber zu reden und auch positive Foren zu finden, um sich auszutauschen, um sich sozusagen hochzuhandeln. Das ist das, was wir derzeit brauchen. In diesem Modus sind wir leider noch nicht. Wir sind noch immer so ein bisschen im, naja, tun wir weiter wie bisher, aber ein bisschen besser. Das ist schon, geht es in die richtige Richtung, aber die Dynamik ist noch nicht da, die Ambition ist noch nicht da, die Geschwindigkeit ist noch nicht da. Deswegen, jeder von uns, glaube ich, kann etwas bewirken in vielen Rollen. Und jedes Mal, wenn wir darüber reden und wenn wir andere begeistern dafür, was möglich ist, was nötig ist und was wir gemeinsam schaffen können, dann kommen wir dem Ziel ein bisschen näher. Und das ist, glaube ich, wichtig. Mit diesem zumindest teilweise optimistischen Ausblick und einer Herausforderung, der wir uns stellen müssen, wir haben keine andere Wahl, es zu tun, möchte ich mich bedanken bei unseren Diskutanten. Die letzten eineinhalb Stunden eine total spannende Wortmeldungen, spannende Diskussion hatten. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im APA Pressezentrum fürs Hiersein, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause vor den Laptops. Und das Letzte, was ich mir jetzt noch bleibt, ist unserem Gastgeber, Herrn Professor Gerzerbeck, noch kurz das Wort zu geben, dass er uns alle verabschiedet. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir hatten eine mehr als spannende Diskussion heute. Wir nehmen, glaube ich, vieles mit. Vielleicht zwei sehr große Problembereiche, die wir noch stark bearbeiten müssen, die sehr gut herausgekommen sind, sind einerseits der derzeitige Verbrauch fossiler Energieträger, der halt weit über den Verbrauch des elektrischen Stroms hinausgeht und wie wir das letztlich kompensieren. Und auf der anderen Seite auch die Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen und wie wir das auch schaffen, ohne neue Abhängigkeiten, weltweite Abhängigkeiten zu generieren. Ich glaube, das ist auch sehr gut rausgekommen. Also diese Frage der Rohstoffe ist hier eine ganz wesentliche. Und was auch klar geworden ist, ist, dass es vor allem um die gesellschaftliche Akzeptanz auch all dieser Änderungsvorhaben gehen muss und vor allem auch um eine Akzeptanz, nicht nur nach hoher Effizienz zu streben, das ist vielleicht noch leichter, sondern vor allem auch danach zu streben, die Bedürfnisse und die eigenen Ziele und Bedürfnisse neu zu formulieren. Ich glaube, das ist die größere Herausforderung, vor der wir hier stehen. Gefreut hat mich, dass doch ein sehr optimistischer Ausblick hier letztlich übrig geblieben ist. Ein optimistischer Ausblick gleichzeitig, glaube ich, mit dem Sense of Urgency und gleichzeitig auch mit dem Bewusstsein, dass das noch eine riesige Anstrengung sein wird, die wir vor uns haben. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Diskutierenden hier, an unseren Moderator, an Sie alle, die heute hier waren, auch die über den Livestream dabei waren und sich auch aktiv eingebracht haben. Auch dafür ein herzliches Dankeschön und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie unseren Zukunftstalks gewogen. Es wird weitere geben. Der nächste wird höchstwahrscheinlich über Krebs und Krebstherapien sein. Ein ganz anderes Thema, aber auch nicht ganz unwesentlich in unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Und einen schönen Abend. Danke.